Hallo und willkommen zu Watch Maxes Kaffeepause. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Das ist meine Kaffeepause, meine letzte Kaffeepause 2023 und ich möchte das nutzen, um einen Ausblick zu geben auf das, was ich 2024 plane. Und natürlich auch, um euch einen guten Rutsch zu wünschen. Fangen wir mit Letzterem an. Wir hatten Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderbares Weihnachtsfest. Ihr habt mit euren Geschenken ins Schwarze getroffen, sofern ihr euch gegenseitig überhaupt noch etwas schenkt. Ich hoffe, ihr seid reich beschenkt worden und konntet mit jedem Geschenk etwas anfangen. Neben den Geschenken hoffe ich aber auch, dass ihr ausreichend Zeit hattet, mit eurer Familie, mit den Menschen, die euch wichtig sind, das zu tun, was das ganze Jahr über vielleicht etwas zu kurz kommt, einmal auf die Bremse zu treten, sich zusammenzusetzen, ohne Zeitdruck und ohne Anschlussverpflichtungen sich hinzusetzen, zu reden, zu lachen, einmal über das nachzudenken, was gewesen ist, was kommt und einfach die Zeit etwas anders nutzen, als man es vielleicht sonst im Laufe des ganzen Jahres macht. So machen wir es zumindest und ich genieße das immer sehr. Ja, ich werde das Video am Samstag vor Silvester ausstrahlen, wünsche euch also in diesem Video schon einen guten Rutsch. Lasst es krachen im Sinne von feiert schön, feiert heftig, feiert mit den Menschen, mit denen ihr gerne feiert. Aber vielleicht lasst ihr das Krachen im tatsächlichen Sinne etwas kürzer kommen als sonst. Ihr würdet meinem Hund, vielen anderen Haustieren und sehr vielen Wildtieren einen großen Gefallen tun. Denn wenn ich von meinem Hund ausgehe, der hat bei dem Krachen immer absolute Panik und ist dann 2-3 Tage komplett verstört. Und ich bin dankbar für jeden Böller und jede Rakete, die nicht gezündet wird. Ja, das war also ein kleines bisschen meine Sorge für Silvester. Ansonsten schaue ich unglaublich frohgemut ins nächste Jahr. Ich bin ab 1.1.24 im Vorruhestand, was nicht bedeutet, dass mir langweilig wird. Ganz im Gegenteil, ich habe unglaublich viele Pläne und einer davon ist, dass ich mehrere Hersteller vor Ort besuchen möchte. Genau genommen möchte ich 3 bis 4 größere Uhrenreisen machen in die entsprechenden Regionen Deutschlands, selbstverständlich der Schwarzwald, einschließlich Pforzheim, selbstverständlich auch Glashütte. Meine Frau hat sich gewünscht, sie möchte mal in den Norden. Das ist überhaupt kein Problem. Wir werden Richtung Altes Land fahren und von dort auch 3, 4, 5 Uhrenhersteller mit einer relativ kurzen Fahrzeit erreichen. Ob ich dann nochmal nach Berlin fahre oder 1, 2 andere Hersteller separat abklappere, steht noch nicht fest. Es wird also bei mir im nächsten Jahr, wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, relativ viele Vor-Ort-Videos geben bei den Herstellern. Und darauf freue ich mich ungemein, auch wenn ich weiß, dass das sehr viel Arbeit ist. Aber ich habe ja auch ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung und ich würde mich total freuen, wenn das bei euch so gut ankommt, wie ich mich jetzt schon darauf freue. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet. Ich glaube, seit einiger Zeit, streng genommen seit einigen Jahren schon, nicht mehr an den Weihnachtsmann. Dennoch habe ich natürlich Wünsche und ich habe auch eine Uhrenwunschliste für 2024, auf der erstaunlicherweise aktuell nur 2 Uhren fest draufstehen. Das ist zum einen die Mark & Sons Tauchchronograph mit blauem Ziffernblatt und schwarzen Totalisatoren
Ich hatte die Uhr kürzlich im Review und ich finde sie absolut klasse. Mit 43 mm im Durchmesser, für meine Verhältnisse eine größere Uhr, 50 mm Lug-to-Lug an der Grenze, aber ich finde sie einfach so dermaßen gelungen, dass sie bei mir klar auf Platz 1 meiner persönlichen Wunschliste steht. Und auf Platz 2 befindet sich die Deep Wave, die Taucheruhr von Guinan, die es mir ebenfalls sehr angetan hat. Vielleicht werde ich dazu auch im nächsten Jahr ein etwas detaillierteres Review machen. Mir gefällt die Uhr super gut und das sind meine beiden Uhren, die fest auf der Wunschliste stehen. Vielleicht kommt noch die ein oder andere dazu, in Abhängigkeit davon, was die Neuerscheinungen nächstes Jahr so bringen. Aber die Liste wird definitiv kürzer sein und kürzer bleiben als die letzten Jahre. Ich werde im Januar und Februar die Serie fortsetzen, die ich letztes Jahr zum Jahreswechsel und im Januar begonnen habe. Das heißt, meine Langzeiterfahrungen von Uhren, die ich mehr als ein Jahr besitze, das heißt alle die Uhren, die ich im Jahr 2022 gekauft habe, werde ich in kurzen Statements noch einmal mit etwas Abstand beurteilen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch die ein oder andere dabei ist, die ich abgeben würde. Das werde ich in dem Video dann sagen. Und wer dann Interesse hat, kann sich dann gerne bei mir melden und mir diese Uhr abkaufen. Ich glaube nicht, dass ich alle behalten werde, die ich 2022 gekauft habe, aber die Mehrheit wird sicherlich bleiben. Das könnte also eine Reihe sein, die ganz interessant ist, denn wenn die Jagd beendet ist, die Uhr gefunden und gekauft, die erste Begeisterung, die erste heiße Liebe abgekühlt ist, betrachtet man eine Uhr mit etwas mehr Abstand, vielleicht manchmal etwas anders, und genau darum wird es in diesen Videos gehen. Ja, das war meine kurze Kaffeepause zum Jahresende. Ich wünsche mir, dass ihr gesund bleibt. Ich wünsche mir, dass ihr eure Zeit genießt, dass ihr eure Uhren genießt und dass ihr mir auch im nächsten Jahr treu bleibt. Bis dahin, tschüss, euer Axel.